Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich die Glossy Box aus dem September bei mir, die ist gerade angekommen und ich wollte das Video direkt für euch drehen. Sie ist super, super leicht, fällt mir auf. Aber wir gucken einfach mal rein, was sich darin verbirgt. Das Motto, sage ich mal, ist Time to Relax. Also ich denke, so ein paar Pflegeprodukte mehr gehe ich von aus. Ich habe noch keine Spoiler oder irgendwas gesehen. Ja, so ist der Inhalt. Ich mache einfach mal auf und greife das Erstbeste raus, was ich sehe. Das erste Produkt ist von Tease und zwar Drama Ultra Volume Mascara. Ja, also eine Mascara in Schwarz ganz genau. Ja, genau. Das sieht alles schwarz aus. Ich gehe davon aus, dass es schwarz ist. So sieht das gute Stück aus. Genau, soll eine Volumenmascara halt sein. Finde ich interessant. Werde ich benutzen und testen. Ihr werdet es dann irgendwann sehen, wenn ich sie getestet habe. Die mache ich jetzt nicht einfach auf, weil es wäre halt Verschwendung, ne? Ganz ehrlich. Ich muss erstmal meine Mascaras aufbrauchen. Und nach werde ich die dann mal irgendwann verwenden. Freue ich mich drüber. Mascara kann man immer gebrauchen. Ich glaube, da freuen sich die meisten Leute drüber, würde ich sagen. Nächstes Produkt. Ah, okay. Die nächsten zwei Produkte sind von Espa. Und zwar Shampoo und Conditioner mit Bergamotte und Jasmin, jeweils 40 Milliliter. Zeige ich euch mal gerade so zusammen. Das sind da die beiden. Ja, also Espa ist natürlich eine teurere Marke. Von daher ist es okay, das ist eine gute Reisegröße, sage ich mal. So ist natürlich jetzt nicht so heftig, weil ich weiß nicht, wie lange einem das so reicht. Wie viel Shampoo man so benimmt jeder. Also ich nehme immer ein bisschen mehr, glaube ich, mehr als ich nehmen müsste. Weil letztendlich muss man es ja nur hier so am Ansatz shampoonieren. In den Längen soll man das ja eigentlich gar nicht. Mache ich meistens auch, aber naja. Genau, Reisegröße. Das werde ich irgendwann mal mit in Urlaub nehmen. Stelle ich mir so lange erstmal beiseite. Aber zum Testen ist es natürlich ganz gut. Dann habe ich hier eine Maske und zwar von Luvos Heilerde. Anti-Stress-Maske bei empfindlicher Haut. Regeneriert und beruhigt zu Rötung, führt zu Rötung neigender Haut. Neutralisiert, stärkt die natürliche Hautbarriere. So sieht das Ganze aus. Ich glaube, diese Heilerde-Masken von Luvos, die kennt man ja. Zwei Sachets sind das. Genau, werde ich irgendwann mal verwenden. Ich benutze persönlich lieber Tuchmasken, ist irgendwie mehr mein Ding. Aber wenn ich die habe, werde ich natürlich auf jeden Fall demnächst mal probieren und gucken. Meistens sind die ganz gut, finde ich. Also ich hatte schon mal welche davon, die waren ganz in Ordnung, würde ich sagen. Nächstes Produkt, das ist super leicht. Was ist das? Magnitone London Wipeout Stripes. Zwei Stück. Make-up Removal Pads. Ach so. Oh ja, cool. Achso, die Packung sah so aus. Und das sind halt einfach, wie wir das, glaube ich, alle kennen, so Make-up-Entferner. Wattepads, die halt wiederverwendbar sind, die man waschen kann. Da könnt ihr dann euer Make-up mit abnehmen. Finde ich also gut, dass es zwei sind, weil die sind jetzt nicht so riesig. Das heißt, ich würde zwei auf einmal, glaube ich, dafür nehmen, für beide Augen. Und ihr könnt damit Toner auftragen oder so nach der Reinigung. Ja, ich finde auf jeden Fall das Design ganz süß. Rosa und Grau, finde ich, fühlt sich gut an. Aber ich mag persönlich welche lieber, die erstens ein bisschen größer sind als dieses. Ja, aber es ist okay für die Reise oder so. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele, weil ich benutze es natürlich nur einmal und dann kommen die erstmal wieder in die Wäsche. Ja. Ich glaube, das hat inzwischen fast jeder zu Hause, oder? Aber ich finde, davon kann man nicht genug haben. Das finde ich, da freue ich mich drüber. Und ein letztes Produkt haben wir hier noch drin und dann sind wir durch. Und zwar ist das von La Rizzi Cosmetics. Das hatten wir, glaube ich, schon öfters mal in der Glossy Box. Lipgloss. So sieht das Produkt aus. Hier oben kann man, glaube ich, die Farbe ganz gut schon mal erahnen. In der Farbe Vibe, Sheer Finish. Gucken wir uns doch mal an, das gute Stück. Oh, das sieht schön aus. Den werde ich auf jeden Fall behalten. Das Licht ist hier gerade richtig schlecht, tut mir leid. Also wie gesagt, es wird irgendwann nochmal besser. Aber ich brauche hier noch ein Ringlicht. Habe ich jetzt nicht. Oder Softboxen. Ich habe ein bisschen weiter weg das Licht, das ist fürs Stream und da ist ein Fenster, deswegen ist ein bisschen. Aber wird demnächst besser, ich zeige euch das einmal. Es ist halt einfach so ein schöner Gloss. Hier seht ihr den. Hat also ein bisschen Farbabgabe, aber bringt eure Lippen dann mehr so zum Strahlen, sag ich mal. Kann ich das da jetzt noch drüber geben?
Ja, komm, ich gebe das mal einmal drüber. Ich trage natürlich gerade einen Lippenstift. Von daher ist das nicht die Farbe. Aber er fühlt sich gut an. Mag ich erstmal soweit. Jetzt muss ich das natürlich gleich einmal abputzen. Nicht, dass ich mir das ganze Produkt gleich versaue, weil ich das da jetzt so wieder reinstecke. Ja, das waren die Produkte. Ich muss sagen, es gefällt mir soweit ganz gut. Ist jetzt keine Wow-Box, würde ich sagen. Also nicht so die krassen Banger-Produkte. Aber es waren zwei dekorative Sachen drin. Und der Rest gefällt mir auch ganz gut. Also ich finde sie vollkommen in Ordnung. Doch, lasst mir gerne eure Meinung da oder schreibt mir gerne, was ihr vielleicht in der Box hattet, weil es kann ja auch gut sein, dass was anderes bei anderen noch drin war. Ich meine, ich hatte gesehen, ich habe die Variante 3, also keine Ahnung, was ihr vielleicht drin hattet, könnt ihr mir gerne sagen, aber ich bin zufrieden. Ja, doch, auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Video dann wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.